Das soll er mir mal erklären. Also. Was ist denn? Was ist denn los? Ich bin ein bisschen nervös, ja. Ich komme von der Arbeit, ich gucke im Briefkasten, ich habe wieder schlechte Nachrichten. Weißt du, was hier drauf steht? Weißt du, was da drauf ist? Nein, weiß ich nicht. Oder glaubst du, dass ich meine Augen per Bluetooth mit deinen verbinden kann? Du hast den Zettel in der Hand, was ist denn das? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich wurde geblitzt. Ja, super. Traust du dich auch mal mehr als 15 km/h in der 30er zu fahren? Meine Güte, ja, wurde doch endlich mal Zeit. Ich kann doch nicht sein, dass der jetzt auch noch so frech ist, dieser kleine stinkende Eierkopf. Ich habe zwar das Foto bekommen, aber ich wurde nicht geblitzt. Hä? Ich wurde geblitzt? Wann wurde ich geblitzt? Ich benutze doch mittlerweile eine App. Das kann gar nicht sein, Digga. Auf dem Foto. Ach, übrigens, 37 km/h zu schnell, ne? Ist Aufbauseminar, einen Monat Pappe weg, ne? Bist du drauf, aber als Beifahrer. Warte mal, was? Nee, wie? Also jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Jetzt wird es wie eine komplizierte Matheaufgabe. Wer wurde denn dann geblitzt? Ich will jetzt auch gar nicht nachfragen, wieso Kevin mit knapp 40 zu viel mit unserem Auto am Steuer durch den Blitzer gerast ist. Aber ich sag dir eine Sache. Du teilst unser Auto mit Freunden, ja? Ich teile deinen scheiß PC mit einem Affen und der kackt dir ins Gehäuse rein. Der scheißt dir ins Gehäuse rein.